Nicht unweit von Mödling, nämlich in Baden, geht das nächste Stück im Rahmen vom Theaterfest Niederösterreich über die Bühne Baden. Nach der Operette Giuditta steht nun die Zirkusprinzessin in der Sommerarena am Programm. Es ist eine scheinbar zum Scheitern verurteilte Situation. Da ist der arme, in Ungnade gefallene russische Soldat, der sich als Zirkusartist sein Leben verdient. Er hat sich vor Jahren in die schöne Fedora verliebt. Doch sein Erbonkel, ein reicher Fürst, hat ihm diese einfach weggeschnappt und selbst geheiratet. Lange später stirbt der Fürst und die nunmehr reiche Fürstin lebt ihr Leben im Überfluss. Man spricht in ganz Petersburg ja nur mehr von zwei Männern, diesem Todesstringer und einem hochinteressanten Prinzen namens Karossow. Ja. Was die galante Fürstin nicht weiß, Prinz Korossow und der Todesspringer sind ein und dieselbe Person. Auf einer Reise ins Heimatland treffen die beiden unvermutet aufeinander. Und schon beginnt das Versteckspiel, ein wildes Hin und Her zwischen Liebenden, Eifernden und Intriganten. Und in den 20er Jahren hat man begonnen, von den einfachen sozusagen oder von den einfacheren Handlungen auch kompliziertere Handlungen mit hineinzunehmen. Das ist ein Kriminalstück. Der Mr. X hat ja drei Identitäten. Er ist Mr. X, Fedja Palinski eigentlich, und tritt in St. Petersburg als Prinz Korossow auf. Und das habe ich auch bedient, selbstverständlich. Einen besonderen Vorteil kann der Hauptdarsteller der Operette für sich verbuchen. Jewgenij Daruntsov aus der Ukraine verleiht seiner russischen Rolle das gewisse Etwas. Alles, was wir gemacht haben, das war eigentlich bezogen mit großer Vielfalt. Was bedeutet eigentlich slawische Kultur, russische Kultur, das ist auch ukrainisch, weißrussisch und alle diese. Und deswegen, ich glaube, es gibt schon sehr viel von diesem Mentalität. Die Operette besticht durch ihre große Vielfalt an musikalischen Genres. Kalmal hat nicht nur die typischen Walzer eingefügt, sondern einen bunten Mix an Arien und Stilen. Es sind alle wunderschön und ich liebe diese Vielfalt. Es gibt es ja nicht so oft. Wir haben einen Walzer, wir haben einen Foxtrot, wir haben Zirkusmusik, wir haben Marsch, wir haben wunderschöne, vielfältige Musik. Einen Favoriten. Ich muss ganz ehrlich gestehen, meistens habe ich die Duette vom Buffo-Paar gesäuselt, wenn ich nach Hause gegangen bin. Das ist schon sehr eingängig. Und obwohl das Stück in Operettenmanier dann doch gut ausgeht, ist vieles nicht eitle Wonne. Es ist eine sehr schwierige Vorstellung zwischendurch. Also gerade das Finale 2, das geht schon an die Substanz auch, wenn man da steht und weiß, jetzt ist alles verloren. Ob so eine intrigante Liebesgeschichte auch heute noch möglich wäre? Das ist absolut klar. In unserer Zeit könnte sowas auch passieren. Emmerich Kallmanns Zirkusprinzessin ist in der Sommerarena Baden noch bis 5. September zu sehen.